Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zuordnen. Und ja, die hallo. Show heißt genauso wie das, was gleich passieren wird. Dennis, Peter und Jonathan werden gleich Begriffe zuordnen und ihr könnt auch jetzt in die Tabelle gehen. Wir beginnen mit Kinderserien und ihre Charaktere. Ach du Scheiße! Das wird folgendermaßen ablaufen. Wir gehen, glaube ich, einfach nach TS-Reihenfolge. Das heißt, wir beginnen gleich mit Dennis. Der darf gleich sagen, wo Carla, Gretchen, Wapol, Wildkatz, Snowball, Augusto, Sumi, Rocco, Shazu, Jordi, Gumbo oder Tai Yagami zugehört. Solange der das richtig macht, bekommt er einen Punkt dafür und kann so lange weitermachen, bis er was bitte. Falsch macht. Ich hätte gerne Tai Yagami zum Mitnehmen, bitte. Und dann. Dann ist da was zu essen. Und dann ist der nächste dran, in dem Fall Jonathan. Und wenn Jonathan was falsch macht, ist Peter dran. Und in der nächsten Kategorie fängt dann logischerweise Jonathan an und in der letzten Peter. Ja, Bram, viel Spaß dann, ne? Ja, Dennis, du darfst gerne beginnen und mir sagen. Ja, also ich fange auf jeden Fall an mit Rocco und Pokémon. Fängst ja, an. Damit hätte ich, glaube ich, auch angefangen. Das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja. Im Moment, da muss ich auch schnell. Rocco kommt zu Pokémon. Das ist richtig. Okay, dann nehme ich Wildkatz und Captain Baloo. Mache ich jetzt die Punkte eigentlich direkt oder am Ende? Das ist der Mechaniker. Ich gebe dir schon mal einen Punkt, damit ich das nicht vergesse. Ja, ich würde das auch Wildkatz. Ja, der Löwe, ne? Also glaube ich zumindest, dass der Mechaniker gerade ist. Der Löwe, ja, das ist der Löwe. Das hätte ich schon nicht gewusst. Das wäre schon ein Problem für mich gewesen. Peter, du kennst doch Bom, 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 Bom. Ja, ja, den Song kenne ich, aber wer Wildkatz, Junge? Zu Captain Baloo, das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 2. Stark. Oh nein, nicht löschen. 2. Okay, dann nehmen wir Shazu, ist natürlich Dragon Ball. Shazu! Der wird so geschrieben? Naja, also dann weiß ich nicht, ob der so geschrieben wird, aber zumindest dachte ich mir von der Aussprache her, war das das Erste, was ich wo noch nicht dachte. Der wird so Salami, oder? Und der kommt zu Dragon Ball. Das war der Kleine, ne? Die Salami. So, dann ist Gretchen, ist Disneys große Chorizo. Pause. Gretchen. Ja, Bram ist richtig gut. Ohne Witz, Alter. Aber Disneys große Pause ist außerhalb meiner Zeit gewesen, deswegen habe ich das nie gesehen, ist aber natürlich vollkommen richtig. Okay, ja, Sumi ist natürlich Chip und Chap, das ist die Fliege. Ja, natürlich. Klar. Stark. Ja, okay. Stimmt, die Fliege? Lol, ich hätte Sumi gedacht. Ich dachte, Sumi wäre das Mädchen von der Gummibärenbande. Nee, ist Sunny. Oh. Dann, jetzt wird schwer. Darkwing Duck. Taiyagami. Sunny, Zami und wie die alle hießen. Aber das ist auch kein Mädchen, glaube ich, bei der Gummibärenbande. Ja, wir haben noch Carla, Vapo. Leider heißt keiner Mon mit am Ende für Digimon. Ey, das hatten wir schon mal im Quiz, da habe ich auch einfach geraten und das war so gut. Aber haben wir nicht. Okay. Boah, tja, jetzt wird schwer. Ich glaube, ich gehe mit der Gummibärenbande. Ja, und wer kommt da hin? Boah, da tue ich mich gerade echt schwer mit. Also, ist Carla? Ich gehe mit Carla. Ist das nicht die Prinzessin? Du gehst mit Carla. Und packst das da zur Gummibärenbande. Ja, wenn du schon so machst, dann... Das ist falsch. Das ist falsch, okay. Ist das jemand anders aus der Gummibärenbande, weil das nicht die Prinzessin ist? Pack das wieder rüber. Schade, okay. Aber starke 5 Punkte geholt. Und dann ist jetzt noch Jonathan dran. Oh Gott. Boah, Alter. Gummibärenbande und Gumbo. Das ist der Blaue. Das ist der Ausländer. Ja, das ist der Ausländer-Gummibär. Was? Ja, das ist der halt irgendwo anders, der nicht bei denen im Bau ist, sondern das ist Gummibärenbande der Gummibärenbande. Den gibt's in 3 Folgen oder so. Das ist so ein hellblauer. Glaube ich. Das ist falsch. Was? Das ist schon mal gut. Hä? Das finde ich okay. Das ist doch der... Hä? Gummibärenbande ist nicht Gumbo. Hä? Dadurch ist Peter dran.
Ich dachte, das wäre Gumbo. Okay, wir haben ja mehr Sachen, die zugeordnet werden können, als dass wir Kategorien haben. Das heißt, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Zwei sind eventuell gar nicht zuordnenbar. Hä? Ich bin halt komplett lost. Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung. Die letzten sind auch echt schwierig, muss ich sagen. Scheiße. Wobei ich bei Disneys große Pause schon raus gewesen wäre. Ja, aber das habe ich wirklich viel geguckt. Ja, ja, aber wie gesagt, das war deswegen wusste ich auch, dass die Zeit, Gretchen heißt, sondern Gretchen heißt ja. Ja, aber ja. Also Darkwing Duck kenne ich eigentlich auch. Gummibärenbande kenne ich eigentlich auch. Ja, klar, auch. Also die Serien. Also Digimon habe ich zumindest die erste Staffel gesehen, aber Weihnachtsmann und KKG eigentlich auch. Ja. Boah, Taiyagami ist doch so ein Bait, oder? Das ist doch so ein Asia-Bait für Digimon oder One Piece oder so ein Shit. Ich finde Snowball und Weihnachtsmann und KKG ist der größte Bait. Ja. Das ist doch scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe legit keine Ahnung von all denen nicht. Ich nehme. Ja, sehr gut. Ja, keine Ahnung. Ich nehme. Try doch mal Carla bei der Gummibärenbande. Nee, das mache ich nicht. Nimm Gumbo. Der war nur in drei Folgen dabei. Guck mal, da hast du noch gute Chancen, dass du da auch jetzt einfach eine Gummibärenbande kriegst. Ja, vielleicht treffe ich mit Gumbo ja wirklich was, aber vielleicht ist Gumbo aber auch jemand, der bei nix ist. Vielleicht ist es der Bait. Ja. Wer ist denn nix? Nix gibt nicht. Ja, also kannst du nicht zuordnen. Weil das gibt Gumbo ja mehr. Ist safe einer von der Gummibärenbande. Ich will unbedingt wissen, wie dieser blaue Ausländer-Gummibär heißt. Ich weiß immer noch nicht. Ich nehme Gumbo mal bei Darkwing Duck. Keine Ahnung. Du nimmst Gumbo. Ja, wirklich, keine Ahnung. Und packst den mal zu Darkwing Duck einfach so. Wer soll denn das sein, Peter? Ich habe keine Ahnung. Aber Gumbo böse, klingt wie so ein Name, den man bei Darkwing Duck unterkriegen könnte. Ja, Peter, das ist vollkommen richtig. Ja, guck mal. Nice. Ist Gumbo, pass auf. Gumbo, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Gumbo ist das Krokodil. Was für ein Krokodil? Der Bösewicht-Krokodil? Ja. Ihr habt doch Gumbo ein Bösewicht-Krokodil, oder nicht? Spezies Krokodil. Okay, habe ich gerade nicht so im Kopf. Habe ich auch gar aber gut. Nicht vor Augen. Aber Gumbo ist auf jeden Fall nicht der Ausländer-Gummibär. Oder das ist der blaue Gummibär. Verbündeter ist Jambalaya Jambo. Natürlich. Gumbo tritt nur in zwei Episoden der TV-Serie auf. Immer zusammen mit Jambalaya Jambo. In zwei Episoden? Jambalaya Jambo habe ich schon mal gehört. Ja, wieder also als harter Core Darkwing Duckfan kann man das ja schon mal wissen. Ja, du wusstest das doch. Beschwer dich doch mal. Ja, ich glaube, ich weiß auch, welche beiden Nix sind. Ich glaube, ich weiß die beiden Baits. Oh, da bin ich welche gespannt. Denn? Da bin ich aber auch sehr gespannt. Welche denn? Ja, dann kannst du den Rest ja zuordnen jetzt. Ja, nee, kann ich nicht. Drei Stück sind noch offen. Pass auf. Ja. Nee, Moment. Mann, der ist doch scheiße alles. Offen. Kann ich nicht. Ich nehme Taiyagami und pack dazu One Piece. Ich benutze den Bait. Ich gehe voll drauf ein. Taiyagami zu One Piece. Kann sein. Ist aber nicht. Hast Schade. Du auch kein One Piece gesehen, Bram? Doch, ich habe ein bisschen One Piece gesehen, aber... Okay, Taiyagami ist nicht One Piece und damit ist... Aber wie gesagt, wir haben auch Gumbo. Ne, möchte ich nur mal sagen, Jay, ja, und wir haben alle Duck und Duck gesehen. Gumbo ist safe der Gummibär. Okay, pass auf. Nein. Also, Carla hatte ich jetzt für die Gummibärenbande. Gumbo ist es ja nicht, wie wir jetzt wissen. Also, wer könnte es sein? Snowball, kann ich mich nicht daran erinnern. Augusto auch nicht. Taiyagami, als wenn in der Gummibärenbande einer Taiyagami heißt, Alter. Ja. Oder Warpol auch nicht. Die heißen noch immer so, der Jordi muss es dann sein. Oder der ist Bait, aber nach der, vom Klang her, ich dachte echt, Carla wäre die Prinzessin gewesen, aber die muss wohl anders heißen. Vom Klang her würde ich da mit Jordi gehen für die Gummibärenbande. Jordi, ich muss immer an Jordi Alba denken. Aber ich weiß gerade nicht mal, wer das ist. Das ist ein Fußballspieler, Jordi Alba. Nee, ich meine, Jordi von der Gummibärenbande. Jordi zu der Gummibärenbande. Jawohl, das ist der Ausländer. Nice. Wer ist falsch. Das denn? Oh. Das ist falsch? Oh, lol. Das ist falsch. Boah, ja, das ist natürlich belastet auch. Da muss es doch Taiyagami sein. Ich sag jetzt mal, Augusto ist der Ausländer-Gummibär.
Also August zur Gummibärenbande? Ja. Alter, ihr habt es auch echt wieder gut. Jetzt haben wir es doch. Jetzt sind Alter, die alle durch. Also jetzt komm. August ja zur Gummibärenbande. Pass auf. Augusto ist richtig. Ja. Und nice. Es ist der blaue Gummibär mit da diesem, ist er! Nicht Gummo, mit diesem Scheiße, Tukan oder was der da immer auf dem... Das ist mir aber auch also, nah, der ist kurz eingefallen. Gusto. Ich glaube, die sagen öfter Gusto. Deswegen dachtest du an Gumbo. Ja, das ist doch voll der Bait. So eine Scheiße. Das war voll der Bait, aber war richtig. Also Jay darf weitermachen. Okay. Ja, schon ein Punkt. Okay. Drei Stück noch. Weihnachtsmann und Kokagi. Einer der blöden Elfen heißt Jordi. Was? Ich hab keine Ahnung. Kann sein. Könnte aber auch selber bei Digimon irgendjemand so heißt, weißt du. Okay, also Jay hätte gerne Jordi hier bei Weihnachtsmann und Kokagi. Ja. Und ja. Rein. Das ist auch richtig. Wer ist Jordi? Ist das einer der dummen Elfen? Ich kenne Weihnachtsmann und Kokagi tatsächlich gar nicht. Ich auch. Also ich kenne nur Grantelbart. Aber ich kann dir sagen, Jordi ist ein Hauptcharakter, ja, ist einer der doofen Elfen. Okay. Carla, Vapol, Snowball. Ich sag mal so, ich glaube, ich meine irgendwie schon mal Vapol mit One Piece in Verbindung gebracht zu haben. Ich weiß nicht warum, ist Vapol nicht dieser komische Hirschhund? Keine Ahnung, Chopper. So ein Oh. Ja. Ich hab Vapol auf One Piece trotzdem gesetzt. Okay, Vapol. Der heißt Chopper, das weiß ich. Ich hab jetzt keine Ahnung, was ihr alles erzählt habt. Ich hab auch keine Ahnung. Aber Blechmensch Vapol war der tyrannische König des Winterkönigreiches Drum, das nun als Sakura bekannt ist. Das ist natürlich richtig. Oh, das ist doch belastend hier. Oh mein Gott. Nice, Jay. Okay. Haben wir nur noch Digimon? Scheiße, haben wir Digimon schon irgendwem zugeordnet? Kack. Boah, könnte es eine Carla bei Digimon geben? Oh, das kann halt passen. Das kann aber auch Taiyagami sein, oder? Was weiß ich? Ist es Snowball? Ja, komm, ich lass mich jetzt auch baiten, oder? Fuck, wo hatten wir Taiyagami gerade schon drin? Hatten wir Taiyagami schon bei Digimon? Scheiße! Wir haben Carla noch nicht. Ich hab keine Ahnung, ob Taiyagami gerade schon bei Digimon war. Ich sag, Carla ist Digimon. Ich hab Angst. Holy shit. Okay. Ich will nicht Taiyagami. Ich will mich nicht blamieren. Die letzte Serie, die noch fehlt. Carla aus Digimon ist falsch. Scheiße. Wo hatten okay. wir den Taiyagami drin? Wir hatten bei One Piece, hatte ich Taiyagami Nein! probiert. Scheiße! Meine Idee war, Carla ist Bait wegen Carla Kolumna. Snowball ist Bait wegen Simpsons. Also bleibt noch Taiyagami bei Digimon. Peter, ich habe auch an Carla Kolumna und Taiyagami. Snowball gedacht, aber ich hatte trotzdem auch Angst. Digimon. Das ist, glaube ich, sehr richtig. Ich meine sogar, ich weiß, wer ist das? Der mit den Son Goku-Han nur von Digimon, der in der ersten Staffel vorkommt. Ah. Ich meine, ich glaube, das ist der Hauptcharakter quasi aus der ersten Staffel. Oh, okay, keine Ahnung. Fiktive Figur aus dem Multimedia-Franchise Digimon, das ist natürlich richtig. Das ist sehr gut. Also, um das mal aufzulösen hier. Also, die Prinzessin bei der Gummibärenbande heißt Kala. Oh, wie asozial, Alter. Also, der Bait ist auf jeden Fall da. Und ja, es gibt mehrere Carlas. Hier wurde bei Carla natürlich aus Carla aus dem Nicht-mehr-Kanon leider von Goofy und Max gedacht. Klar. Alter, und Snowball ist denn Carla aus dem Nicht-mehr-Kanon von... Carla ist die Mutter Frau von Kata Carlo. Genau, oder? Das ist die Frau von Kata Carlo. Also Alter, die Mutter von... Digga. Ne? Walla Krise. Wie heißt denn der Walla Krise. Alter, bitte. Und Snowball. Alter. Snowball, ja, ist die Katze aus den Simpsons, wurde hier aber natürlich dran gedacht aus Pinky und Brain. Aber hey, ist ja alles ausgekommen. Aus Pinky und Brain? Weiß ich auch nicht. Alter, bei Kinderserien und ihre Charaktere, als ich erst links die Liste gesehen habe, dachte ich mir, easy Snack.
Ganz easy. Machst du alle, weißt du? Ja, du hast 5 Stück gemacht. Das war schon, wie war du schon vorgelegt hast, dachte also ich, Alter, krass. 5, ja, aber 3, der erste 2, ist auch echt der mit Abstand einfachste. Das darfst du nicht vergessen, wa? Ja, ja, kommt halt immer drauf an, was das Thema mal jetzt ist. Ne? Wenn ja jetzt gleich kommt, Bitcoins mit irgendwelchen irgendwas zuordnen. Und die Erfinder. Dann bin ich am Arsch. Ja, genau. Dann bin ich halt am Arsch. Jay hat unsere nächste Kategorie schon erraten. ihr bleibt jetzt hier einfach drin, oder? Also, weiß nicht, dürfen wir das? Wie du magst. Sonst wechselt aber kurz. Okay. Kurze Umbaupause. Wir wechseln kurz. Jonathan wird jetzt beginnen und wir haben eine Sportkategorie. Alter. Das es geht gassend um bekannte Sportler und ihre Sportart. Es gibt eine kurze Info. Die meisten sind bekannt durch Rekorde oder die Weltranglistenplätze, meist 1 bis 5. Also sind jetzt keine No-Names und sind in der Sportart halt wirklich bekannt. Jonathan darf beginnen zuzuordnen und wir haben Tennis, Golf, 100-Meter-Lauf, Kunsttouren, Surfen, Dartboxen, Handball, Skispringen und Biathlon. Biathlon, Marte Oelsbü, Reuseland. Biathlon fängt ist eine Norwegerin mit an. Marte Oelsbü, Reuseland. Das wäre ein Getränk, Alter. Ich habe den Namen noch nie gehört. Das ist auf jeden Fall eine Kategorie für Jay, weil wenn einer von uns das kann, dann Jonathan. Weil Bram und ich, also für mich sind diese Namen alle, da könnte auch XXX stehen. Kennst das du nicht Asafa Paul? Da könnte auch XXX stehen. Also, nee. Also Biathlon ist Jay sich sehr sicher und das ist natürlich richtig. Wo wir gerade bei Norwegern sind, nehmen wir auch Marius Lindvik direkt noch in Skispringen rein. Marius Lindvik. Das Geile ist, weißt du, ich habe die Antworten und ich muss da drauf gucken. Und Skispringen ist richtig. Dann nehmen wir Deontay. Heißt der nicht Daytona? Egal, wir nehmen Peter White, der ist Data. Das ist der das sind die Einzige, was ich gewusst hätte. Das ist der Schlangentyp. Peter Wright ist da. Der hat doch gerade gewonnen, oder? Ich meine, er hat ja, deswegen, weil er so oft in den Zeitungen war. Oder der war auf jeden Fall aktuell irgendwie ganz oft ist der erwähnt worden. Deswegen wusste ich, dass der existiert im Dart. Ja. Wäre auch der Einzige, den ich gewusst hätte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Punkt für Jay. Punkt für Jay! Woo! Dann haben wir noch den neuen keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also Zverev hat die Chance. Hatte die Chance, Weltranglisten-Erster zu werden in den US Open, nachdem ja hier der Schwurbler rausgeschmissen wurde. Mhm. Der andere, der, glaube ich, die Chance hat, Platz 1 zu übernehmen, müsste Daniil Medvedev sein. Medvedev. Medvedev. Ist das nicht der Ministerpräsident von Russland? Tennis. Med, okay. Daniil Medvedev ist Tennisspieler. Fährt der nicht Formel 1? Nee, das ist Mazepin. Ja, das ist verkehrt. Daniil Medvedev. Medvedev hieß doch auch ein Staatsoberhaupt. Ja, der ist aber ein Tennisspieler. Von Russland. Ist Tennisspieler, ne? Geil. Daytona Wilder ist Boxer. Ich dachte, der heißt Daytona. Deontay Wilder dann halt. Deontay müsste Boxer Wilder sein. Oder der heißt Deontay. Das ist nämlich der neue Spruch von Axe. Deontay. Also, Deontay Lechun Wilder. Jetzt muss man sich nur überlegen, was Tay heißen könnte. Ist oh ein amerikanischer Profiboxer. Punkt für Jay. Ah. Langsam wird's eng. Ah, jetzt erst. 100 Meter Lauf ist, glaube ich, Asafa Powell. Jerome Powell ist der Vorsitzende der FED, möchte ich nur kurz sagen. Aber muss auch nicht sein. Da kann ich mich jetzt, also da ist wirklich, das ist schon ganz weit Asafa weg in meinem Powell Wissen. Auf 100 Meter Lauf. Ich glaube, der ist der blaue Ausländer Gummifär. Tja, Jay, also du machst weiter wie vorher. Punkt für Jay. Ist Simone Biles, Beavis, Jamaika, whatever. Okay. Ist das nicht die Kunstturnerin, die irgendwie unter dem Druck zusammengefallen ist und dadurch dann in Olympia jetzt in den japanischen, bei den tokischen,
bei den Olympischen Spielen in Tokio gesagt hat, sie macht nicht mit, sie macht nicht weiter, sie steigt aus. Ich meine, das war eine Simone Biles. Biles, whatever. Simone Biles zu Kunsttouren. Simone Biles zu Kunsttouren. Okay. Ja, was soll ich sagen? Absolut richtig. Ja. Okay. Jetzt. Ja, da bekommst du auch eine richtig geile Kategorie. Vielleicht. Das ist gerade schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, also. Absolut. Stark. Starke Nummer aktuell. Wir haben noch Patrick Wiencheck, Robert Andrich, John Ram, Eliud Kipchoge und Bethany Hamilton. Ich kann leider die anderen alle nicht zuordnen zu einer anderen Sportart. Das werden, also die Faker werden sicherlich auch Sportler sein. Tipp ich jetzt mal. Da kommt nicht jetzt Harry Potter. So. Aber Robert Andrich ist doch einer der Lehrer gewesen gegen Verteidigung. Ich sag, Robert Andrich ist Handballer. Ja, nein, da heißt Robert Andrich, Alter. Dann heißt er halt Robert Andrich. Ich hab keine Ahnung. Das ist absolut geraten. Aber ich gebe euch auch gerne mal 3 Punkte ab. Handballer. Dafür müssten wir die erstmal bekommen. Ja, ja, kriegt er jetzt, ja. Robert Andrich ist kein Handballer. Nee. Schade. Hätte man wissen können. Aber Robert Andrich. Aber Robert Andrich, nee, Robert Andrich auch nicht. Also Robert Andrich oder Robert Andrich. Da habe ich keine Ahnung von. Guck also mal, Golf, Peter. Surfen, Handball. Viel Spaß, Peter. Da hast du ja endlich die Chance, weiterzumachen. Ja, ich nehme Bethany Hamilton und pack sie aufs Surfen. Bethany Hamilton? Weißt du das? Oder nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach, das könnte alles sein. Aber ich weiß ja auch nicht, ob Robert Andrich nicht einer der Bates ist. Deswegen nehme ich jetzt einfach, das ist jetzt total Bethany asozial, aber Hamilton. Ich habe einen weiblichen Namen gelesen und dachte mir, das könnte zu Surfen passen. Also einfach aus dem Bauch aus entschieden. Ja. Ja. Peter, das ist Punkt. Das ist richtig. Geil. Das haben wir noch nie gehört. Nee, Moment, wir haben noch 2. Also 2 Sportarten haben wir noch. Ich hab mir halt gedacht, beim Golfen und beim Handball werden die Rekorde wahrscheinlich von männlichen Sportlern gehalten. Das ist so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Frau hätte ja auch Bates sein können. Das ist auch belastend. Er war Bethany. Tja. Dann nehmen wir doch mal den Robert. Robert! Und packen den zum Golf. Handball. Warum nicht Handball? Nein, nicht zum Handball. Vielleicht hat er Glück. Robert Andrich bei den US Open nicht dabei gewesen, denn der ist kein Golfer. Schade. Ey, Bram, ich glaube, das ist ein Bait. Meinst du nicht, dass ich ihn auf Handball setzen soll? Warum denn nicht? Ich bin ganz ehrlich, ich habe zwischendurch ein bisschen abgeschaltet bei der Namensnotation, weil ich mir dachte, Jay macht das. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es schon wie viele Fake-Sachen es gab, außer jetzt Robert Andrich bei Handball. Aber ich nehme mal Patrick Wiencheck. Patrick Wiencheck. Und zwar habe ich mir halt genau überlegt, warum ich den nehme. Und zwar, weil der oben steht in der Liste. Ja. Und der ist? Also Moment, okay, pass auf. Gehen wir mal kurz durch. Der Moderator so, okay, und Patrick Wiencheck ist jetzt dabei und wird den Golfball da hinten. Nee. Oh, Patrick Wiencheck macht ein Tor! Ich bin dem Handball. Das kommt mir viel besser. Der hat keinen guten Golfernamen. Ich hätte den gerade tatsächlich eher zu Golf eingeordnet wegen dem Namen. Oh Mann, ja, okay, komm, hättest du das mal gemacht, hättest du keinen Puck bekommen, den kriegt nämlich jetzt Bram, den er ist. Jawohl! So geht es okay. Der Nase herum. Okay. So, Bram, 50-50 Chance. So. Komm, gönnen wir noch den Punkt. Das ist das Witzige, also ja. Jetzt gehen wir so weiter, ja? So, wir sind Loch an. 8, John Rahm ist jetzt dran. Ja, okay, geht's so? Eliud Kipchoge. John Rahm ist Golfer. Viel besser. Ich kann mir da viel besser. Ganz ehrlich, die drehen sich die Zunge um, wenn der Moderator steht. Okay, bis jetzt am Loch an. Und Eliud Kipchoge. Ich würde mal gerne wissen, wer. Also, Eliud Kipchoge oder was auch immer, was das für eine Nationalität überhaupt ist. Also, Eliud, den Namen. Also, pass auf. Erstmal machen wir jetzt hier John. John Rahm ist Golfer. Ja. Der ist Golfer. Safe, kann muss. Sein. Bei den anderen kann man nicht aussprechen. Das ist safe Eliud Kipchoge. Leute, ey.
ist doch ganz klar. John Ram Rodriguez habe ich natürlich schon bei den Opens gesehen und er ist natürlich Scheiße. Golfer. Natürlich. Verdammt. Wie ich gerade analysiert habe. Also, kommen wir mal zu Robert Andrich, Mittelfeldspieler bei Bayer Leverkusen. Leute. Aber da müsste doch Robert N. Pur heißen, oder nicht? Also der. Boah, das ist aber peinlich, dass ich das nicht weiß. Das hätte ich wissen müssen. Scheiße. Eliud Kipchoge oder Kipchoge. Kann kein Golfer heißen. Ist ein kenianischer Marathonläufer. Ja. Okay, kein Basketballer. Also, ja. Aktuell schließen wir die Runde damit ab mit 10 Punkte für Jay, der damit in Führung geht. Aber und stark, der echt ja. Gut geliefert aber jetzt hat, kommt, muss man sagen. Jetzt kommt die Runde, wo ich die wenigsten Punkte kriege. Bram 7. Also. Gucken wir mal. Peter mit 3, aber der darf gleich in der nächsten Runde beginnen. Und wir machen es. Ich bin nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Der war auch ziemlich gut. Das geht schlechter. So. Ja, kommen wir mal zur letzten Kategorie. Es geht um Videospiele. Ich bin so gespannt. Peter darf beginnen und darf seine Geografiekenntnisse auch in Videospielen nutzen. Okay. Das muss er ja wohl hinkriegen. Es geht um Videospiele und die dazu passenden Orte, Gebiete, Städte oder Welten. Und wir haben Witcher 3, Beyond Good and Evil, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, Black Flag, GTA 3, Fallout 3, Gothic 3, Saints Row 3, Skyrim, Need for Speed, Most Wanted. Also sehr viele dritte Teile. Oh yeah. Ja, scheiße, Peter gewinnt hat noch. Fuck! Fuck, Peter gewinnt hat. Nein. Ja, ich weiß zwei. Ja. Also, Witcher 3 ist Toussaint. Witcher Croissant. 3 ist Toussaint. Bist du dir da sicher, Peter? Ja. Sehr gut, denn das ist richtig. Das ist sehr richtig. Gut. Fallout 3 ist Megaton. Fallout 3. Mach mal bitte nicht die, Peter. Nimm doch mal was anderes. Mach doch mal Need for Speed Most Wanted. Fallout 3 Megaton. Natürlich richtig. Ist die Stadt, die man am Anfang da gerne mal auch in die Luft sprengen kann. Okay. Mit der Atombombe, ne? Mhm. Ja, genau. Der Name ist Programm. Ja. Jetzt sind auch wieder zwei Bates dabei. Natürlich. Ja, bei Megaton habe ich erst Megatron gelesen. Ich glaube, Toussaint und Megaton sind die Bates. Nee. Mach doch mal einfach Need for Speed Most Wanted und Hüllis, Peter. Fuck ist Hüllis überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht ist das aus Need for Speed Most Wanted. Das ist von Need for Speed Most Wanted. Vielleicht richtig. Ist das auf Wonders her. Also Makart sagt mir noch was und das Spiel, was ich so von denen jetzt noch am meisten gespielt habe, ist Skyrim, deswegen verbinde ich die beiden mal. Makart. Ja. Setzt du auf Skyrim? Ja. Das ist richtig. Das ist ganz links auf der Map. Ja. Keine Ahnung, aber das ist richtig. Das hätte ich auch noch zuordnen können. Sehr, sehr guter Start. Oh. Tja, der Rest sagt mir gar nichts. Das Schlimme ist, ich spiele ja gerade Red Dead Redemption. 2 spielst du ja. Ah, das ist 1. Ich habe die ganze Zeit gefragt, so, wo ich ja Teil. Wo, was kommt bitte Peter, lass mir doch die Tipps noch nicht geben. Ja, Entschuldigung, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Da habe ich halt überhaupt nicht drauf geachtet gerade. Da sind die Tipps einfach von Peter. Ja, okay, pass auf. Beyond Good and Evil habe ich nicht gespielt. Gothic 3 habe ich quasi nicht gespielt. Und ja, Need for Speed Most Wanted. Weiß ich jetzt nicht, welcher Teil. Gibt es nicht 2, die sogar so heißen? Das macht es ja noch komplizierter. Ja, Saints Row 3 habe ich durchgespielt mit Jay, aber das ist natürlich so ein Ding, was du instant wieder vergisst, nachdem du mitgespielt hast, vor allen Dingen ich. GTA 3 habe ich echt viel Zeit reingesteckt und ich habe keine Ahnung, was davon das Ding ist. Hüllis. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also. Ich bin ziemlich sicher. Tja, was machen wir denn da? Da müssen wir dann einfach mal probieren. Da musst du dann fast schon raten oder tippen. Deswegen nehme ich für GTA 3 Staunton Island.
Das hätte ich auch genommen. Das klingt so. Stone kann man machen. Island of GTA 3. Kann man machen. Das könnte aber auch bei Need for Speed oder Saints Row landen. Ja. Oder Dead Red, Red Dead. Oder Assassin's Creed. Stone Island Flag ist ein Stadtbezirk von Liberty City. Sehr gut. Okay, stark. Es ist wirklich stark gewesen. Alter, Peter hat wirklich die Chance auch zu gewinnen. So eine Scheiße. 3 Stück braucht er. Peter hat gerade ausgeglichen. Von 6. 10 zu 7 zu 7. Tja. Ich hab... Das ist belastend. Was macht das man da jetzt? Schwer. Wenn ich wenigstens die Map von Gothic 3 irgendwie vor Augen hätte, das habe ich auch nicht mehr. Ganz schwierig. Was halt Geld angibt. Da kennt man doch, du kennst doch die ganzen Städte, die dann auch im Eis sind und unten in der Wüste. Ich war nie im Eis. War immer nur im Start. War die Wüste nicht kurz oben? In der Wüste bin ich zuerst hingerannt, weil da konnte man diese Feuerschwerter. Echt? War die Wüste nicht oben rechts? Die waren krass. Nee, die Wüste war im Süden. Okay, pass auf, ich nehme noch. Ich sehe auch, Xanas war doch ganz oben rechts in der Ecke, oder irre ich mich da? Ja, der war aber nicht in der Wüste, war im Eis. Nein, der war doch in der Wüste. Jeder. Ich nehme Fairhaven und pack das auf Saints Row 3. Ja, kann man machen. Fairhaven. Ich habe keine, also ich weiß nicht, was das ist, aber das. Saints Row 3. Das ist falsch. Ja, okay. Muss man aber auch nicht machen. Fairhaven ist nicht Saints Row 3 und dadurch ist Dennis jetzt dran. Boah, das ist ja jetzt alles ganz schön einfach, möchte ich ja mal sagen. Okay. Beyond Good and Evil, das hab ich mit Christian gespielt, oder? Ich hab, also so viel Tipp kann ich geben, Beyond Good and Evil habe ich nie gespielt. Dann hast du das mit Christian gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher dran. Und ich glaube, Jay hatte recht irgendwie. Ich glaube, die Wüste ist tatsächlich im Süden. Ja, kann auch sein, dass die Wüste im Süden ist. Ich hatte so im Kopf nur, dass die oben ist. Okay, ich denke mir die ganze Zeit, aber das kann natürlich komplett falsch sein, dass Adair Gothic ist. Deswegen gehe ich damit. Fuck! Ardea! Dass die ganze Welt Gothic so heißt, 3. Weißt du? Deine ist die Startstadt. Fuck! Adia, wenn Jay schon Fuck sagt, kann das nur richtig sein. Scheiße. Okay, nice. Mann, das war doch ein Safe-Punkt, ey. Kacke. Oh, jetzt hat Brad 8. Adia ist ganz im Osten. Also okay. Klar. So, dann ist natürlich Chola Springs aus NFS. Chola Springs aus Need for Speed Most Wanted. Das ist leider falsch. Schade. Das hätte man aber auch machen können. Das fand ich jetzt auch naheliegend, muss ich sagen. Okay. Kann Jay seinen Sieg noch zementieren? Vielleicht. Jay ist dran. Ich habe keine Ahnung, warum ich daran denke, aber ich habe irgendeine Verbindung zwischen Nassau und Red Dead Redemption und ich habe keine Ahnung, warum. Deswegen nehme ich da trotzdem. Und das passt auch gar nicht zusammen irgendwie. Aber ich weiß nicht. Nassau auf Red Dead Redemption 1. Irgendwie mal... Weiß ich nicht. Das ist falsch. Peter ist wieder dran. Ja, war gut. Ja, keine Ahnung, Alter. Okay. Dann nehme ich... Steelport und packt das auf Saints Row. Steelport auf Saints Row 3. Kann man machen. Damit geht Peter wieder gleich mit Bram. Das ist richtig. Das ist nice. Komm, Peter, lass doch jeder 2 machen. Nee, lass mal. Oh, wäre schon lustig. Jetzt haben wir noch Hüllis, Panau, Nassau, Chola Springs, Antaloa und Fairhaven. Was sind das für scheiß Namen, Alter? Okay, ich gehe mit
Was machen wir denn jetzt? Da, okay, das war nicht bei Need for Speed, deswegen ist bestimmt Fairhaven bei Need for Speed. Fairhaven. Kann auch sein. Wenn er so ausspricht, dann natürlich nicht scheiße. Fairhaven bei Need for Speed Most Wanted, Peter. Mhm. Ja klar, das ist richtig. Okay. Jetzt mal noch ganz drei. Ehrlich. Hüllis, Hanau, Antalor oder Collar Springs bei Red Dead Redemption? Ich entscheide mich für Collar Springs. Red Dead Redemption. Collar Springs. Spricht man das nicht anders aus? Collar Springs, vielleicht, keine Ahnung. Red Dead Redemption 1, ich habe auch keine Ahnung. Was ich dir aber sagen kann, Peter, das ist richtig. Ja, die anderen sagen, das konnte auch nicht. So, was haben wir? Also, das ist jetzt aber auch... Peter hat jetzt die Möglichkeit zu gewinnen. Großes, trockenes Gebiet. So, wir wissen, ehrlich gesagt, jetzt gar nichts mehr, weil keine der Kombinationen wurde bisher ausprobiert. Ja, das ist richtig. Zumindest. Da wurde mal ein großer Bogen drum gemacht bisher. Der schlaue Moderator natürlich, der wieder klugscheißen kann. Ich hätte noch einen gewusst. Aber ich find's echt schwer. Beyond Good and Evil. Weil jetzt irgendwie Charaktere hast, ne? zuzuordnen, wäre halt wirklich, einfacher. Aber die Gebiete merkt man sich so wenig. Kommt drauf an, was das so für ein Charakter ist. Ja, klar. Aber so Startgebiete sind dann eher besser, alles andere eher schwieriger. Ich nehme Antalor, das klingt Antalor. Cool, und pack das zu Black Flag. Antalor nimmt er und packt es zu Black Flag. Und das gemacht. Ist falsch. Schade. Nice. Leider nicht richtig, ja. Damit ist der nächste dran und in der Runde. Ja, komm, Bram, mach die beiden jetzt mal. Nein! Das wäre schon ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Gehört Antalor jetzt zu Beyond Good and Evil? Das ist eine gute Frage, oder? Ist Antalor halt gehört doch bei zu Black Flag, ne? Da kannst du dein Schiff kaufen. In Antalor. Boah. Da ich keine Ahnung habe, ist das Klügste, das zu nehmen, wa? Weil ich wirklich gar keine Ahnung habe. Das habe ich zumindest. Ja. Da jedes für mich ein Fake sein könnte, weiß ich zumindest bei dem. Das ist die einzige Information, die ich habe noch. Boah. Ja, komm. Antalor, also, Beyond Good and Evil. Antalor. Auf Beyond Good and Evil. Das ist falsch. Damn it. Damit ist Jay dran. Mhm. In Assassin's Creed Black Flag, da fährt man mit dem Schiff durch die Gegend. Und wenn du ins Wasser fällst, dann wirst du nass. Und das tut weh. Nass, au. Black Flag. Okay, die Begründung finde ich... Die ist awesome, die Begründung. Solche Begründungen awesome. Können funktionieren. Nass, au. Lieber Jonathan. Bei Assassin's Creed Black Flag. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, da fährt man mit dem Schiff rum. Und zwar vielleicht irgendwo bei den Bahamas, wo Nassau ist. Das ist richtig. Ja! Scheiße. Yes! Okay. Das ist richtig. Damit hat Jay 11 Punkte. Okay, Bram hat ja schon. Jetzt suchen wir nur noch 50-50. Ansonsten ziehe ich noch nach. Hüllis Panau. Ja, du musst das Spiel fühlen, ja? Was wird wohl einer aus dem Spiel sagen? Wird er sagen, wir gehen nach Hüllis oder sagt er, wir gehen nach Panau? Ich nehme Hüllis. Er nimmt Hüllis. Ich hätte Hüllis einordnet. Das ist okay, ich hätte auch das andere genommen. Ich habe keine Ahnung. Ach, er nimmt Hüllis. Und setzt es auf Beyond Good and Evil. 50-50. Was war denn das jetzt hier für ein Seufzen? Baitet wieder rein, das ist bestimmt richtig. Also, es gibt das Hüllis-Regal bei Ikea.
Ja. Und es gibt Hylas in Beyond Good and Evil. Nein! Yeah! Verlassend! Yes! Yes! Das GZ, ist Jonathan. Vollkommen richtig. GZ Jonathan. 12 Punkte dafür. Davor kommt, also danach kommt Peter auf Platz 2 mit 10 Punkten, dann Dennis mit 8. Panau ist aus Just Cause 2. Ach lol. Und Antalor ist aus. Das habe ich auch schon mal gehört. Two Worlds. Okay. Das habe ich jetzt schon mal gehört. Das ist lange her, dass ich Two Worlds gespielt habe, um ganz ehrlich zu sein. Und auch nicht lange, aber. Ja. Das sagt mir egal, Antalor. Das hätte ich niemals gewusst. Ist Panau nicht auch die eine aus Cyberpunk? Ist sie nicht so ähnlich? Hm. Wer weiß, Peter, Namen sind Schall und Rauch. Ja, ist halt echt so. Das war's mit Zuordnen. Ups, sorry. Ja, kann sein, dass die Panama ist. Das war's mit Zuordnen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß gehabt und mitgeraten. Geil. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. GZ nochmal an Jonathan und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.